eine meiner einfachsten Aufgaben. Ja, das kann mich natürlich jetzt nicht mehr schocken. Off. Oh. Dann lieber aus. Was? Oh Mann. Ah, ich vergaß. Vielleicht doch erst nochmal stehen bleiben. Na, beinahe. So, dann haben wir es ja fast. Was? Eieiei. Ja, ja. Zufällig kommt das genau in dem Moment an. Okay, dieses eine Mal habt ihr mich erwischt, aber nochmal passiert mir das natürlich nicht. Wie soll das funktionieren? Ich kann jetzt los. Naja, mit so ein bisschen Anlauf wird das schon nicht funktionieren. Ganz wichtig auch in diesem Spiel, der ich springe nicht ganz so hoch, wie ich eigentlich könnte, Skill. Na, so. Ja, das sieht schlecht aus. Minus 154. Ja, darum ist das wahrscheinlich auch kein Konsolenspiel. Die haben gar nicht ein Register, was groß genug ist, um diese Lebenspunkte zu zählen. Hm, vielleicht kann man von da aus irgendwas erreichen. Ja, da kann man die Lava von aus erreichen, ja. Aber wenn man so richtig Schwung holt, kommt man vielleicht... Vielleicht darüber. Oh, ich bezweifle es. Nee. Ich glaube nicht. Das ist dann doch zu weit. Vielleicht verändert der Schalter auch noch das nächste und macht das dafür kurz. Ja. Wie konnte ich denn daran jetzt sterben? Hallo, warum springst du nicht?
An! Und einmal geschoben. Und gleich nochmal, ja. Sogar in solchen Fällen funktioniert die Falle noch wunderbar. Ah, ja. Vielleicht sollte ich mir ein bisschen Zeit nehmen. So. Das. Und dann das. Und dann natürlich erstmal vorbeispringen. So. Ja, das war ja perfektes Timing von dieser Feuerkugel. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Konzentration, genug rumgealbert. So, mal kurz das ausgelöst. So. Ja, da versteckt mir echt die Sprache. Ach ja, die fuhren ja auseinander, hatte ich ja ganz vergessen. Ach ja, naja, man kann glaube ich da unten so an der Ecke warten. Das ist natürlich nichts für so ungeduldige Leute wie mich. Nein! Wieso? Das habe ich noch nie gehabt! Hahaha! Von wegen! Jawohl! So, das haben wir jetzt auch. Da war eine Wolke! Falls irgendwer nicht mitbekommen hat. Ja. Ich glaube, das Timing mit dem Feuerball hätte sowieso nicht funktioniert. Von daher auch egal. So. Einmal aus. Ah. Ja, genau das meinte ich. Manchmal hat man einfach Pech. Warum? Also das Spiel macht einen mit der Zeit auch irgendwie paranoid, da bei jedem leichten Sprung vermutet man, man musste irgendwie ganz speziell springen, damit der Sprung überhaupt funktioniert. So, kann man da jetzt warten? Und der Witz ist ja, man hat damit auch noch recht. So, und da kann man jetzt bestimmt nicht hochspringen. Das wäre ja auch zu einfach. Ach. So, machen wir das mal aus hier. Ja, das auch so macht, immer wenn man das braucht, dass es auseinanderfährt, fährt es nicht auseinander. So. So, wie war das? Hier darf man nicht springen. Und hoch darf man auch nicht springen. Wie ist denn mit so einem Sprung? Ha!
Warum ist das eine so kurz? Wie weit muss ich mich bewegen, damit es lang wird? Komisch. Was ist denn da los? Das Spiel ist kaputt. Ah! Natürlich! Ha! Oh, da hinten wäre die Fahne gewesen. Minus 177, ja. Minus 178. So, jawohl, das ist einfach und das ist auch einfach und das ist fast einfach. Und das kann auch jeder. Und dann einfach da warten. So. Und dann einfach mal. Ach. Ja, einmal falsch, immer falsch. So, dann muss man hier wohl so springen, dass man diesen Block benutzt, aber leider lässt mir das Spiel keine Zeit, das zu erklären. Hey, warum ist es zwar nicht auseinandergefahren? Das hätte in dieser Situation helfen können. So. Andererseits kann man auch gar nicht sagen, dass das Spiel unfair ist. Hehehe. Weil es gibt ja immer diese Fahnen. Muss ja anscheinend schnell sein. Ja, ich bin bei der Fahne. Und bin direkt gestorben. Aber das macht ja nichts. Ich bin ja bei der Fahne. Kommt man wohl nicht wieder weg. Ich nehme einfach den einfachen Weg. Dieses Spiel. Gut, dann machen wir das jetzt einfach so. So, das sollte man möglichst weit umgehen. Drei Feuerbälle. Ui. Nein! Hilfe! Wo kam denn jetzt diese komische Note auf einmal her? Hey, zu spät gesprungen! Man darf auch nicht zu früh da drauf gehen. Allgemein ein ganz unterhaltsames Spiel. Ja, so und dann so. So, und dann irgendwie ganz, ganz viel Anspruch. Was man dafür so muss. Ha, ha, ha. Nein, ich komm wieder. Egal. Nein. Dieser Sprung war einfach zu einfach. Einfach so, zack! Ah, zu früh oder zu spät ist beides nicht so gut.
So, und dann... Ha, also. So, das haben wir dann. Ich weiß nicht. Kann ich einfach so dahin springen? Ich hab dich! Nein! Gut, da muss man wohl ganz schön schnell durchrennen. So, wie war das? Okay. Schlecht. Vielleicht gibt es irgendeinen Trick, da nach oben zu kommen. Vielleicht kann man hier nach oben. Ach, ich vergaß. Oh, meine Überlebenszeit hat sich drastisch verringert in den letzten zwei Versuchen. Ist ja gar nicht so schwer. So. Und dann mal noch hier ganz kurz. Ach, ja, ich vergaß, man muss da ziemlich weit springen. Ja, wenn man nur so einen kurzen Sprung macht, dann ist ja das Timing auch so einfach. Das hält alles Kindergarten. Zack! So, jetzt muss man hier irgendwie. So, irgendwelche tollen Extras. Vielleicht hilft mir das. Vielleicht auch nicht. Moment, wenn ich den Roboter und den Pilz hätte, könnte der Roboter den Pilz vielleicht da runterschmeißen. Oh, ich vergaß. So, wir nähern uns der minus 200. Und zwar rasend schnell. Zack. Dann einmal... Uiuiui. So, dann ist die Idee jetzt. Erst das. Und dann das. Ja, ich krieg dich. Nein! Vielleicht kann ich da irgendwie aufspringen.